Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und mal wieder zu so einem schönen Unboxing. Und zwar, ich habe mir jetzt bei PlayOn Pictures etwas bestellt und zwar die Species Box mit allen vier Teilen für 59,99 inklusive Versand. Und wollte, bevor ich das mal zeige, wollte ich es mal zeigen, wie schön das hier verpackt angekommen ist. Da sieht man schon mal schöne Luftpolsterfolie oben drauf und die Blu-ray selber oder die Box ist quasi auch nochmal selber in so einem Teil hier verpackt. Und hier haben wir das gute Stück. Hier ist noch ein bisschen Werbung. Genau. Vielen Dank für deine Bestellung. Dein Team von PlayOn Pictures Online Shop. Also generell, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal wieder bestellt habe. Ich glaube nicht. Kann mich gar nicht daran erinnern. Aber auf jeden Fall sehr cool, finde ich. Also schon mal die Verpackung, sehr, sehr großer Pluspunkt. Aber ich packe die hier mal weg. Genau, so, das war mir jetzt mal wichtig, das euch noch zu zeigen, dass es sich immer mal wieder lohnt, andere Shops auszuprobieren und dort direkt zu bestellen. Denn diese Box, die ist wie gesagt noch im Shop ganz normal erhältlich. Aber ich habe die jetzt schon bei Amazon für irgendwie über 120 € angeboten bekommen gesehen. Und dachte ich mir so, wow, das ist schon krass irgendwie, ne? Und bei PlayOn quasi kriegst du halt noch für den normalen Preis. Und genau, deswegen immer mein Rat an euch, nicht immer nur auf Amazon schauen, schaut wirklich mal auf allen verfügbaren Shops, auch Saturn, Mediamarkt, ja, was man alles noch so finden kann oder halt wirklich bei den, oder jetzt wie bei so PlayOn, bei den Herstellern selber. Genau, weil oftmals die meisten Leute schauen halt immer auf Amazon und dann sind die Sachen da mal schnell ausverkauft. Ja, irgendwelche Steelbooks und so weiter. Und eigentlich findet man meistens dann noch teilweise ausverkaufte Sachen, die bei Amazon ausverkauft sind, findet man meistens dann immer noch bei Saturn irgendwo oder Mediamarkt. Und genau. So, der Sticker ist hier drauf. Quadrologie, 5-Disc-Edition. Ich bin gespannt. Ich kenne eigentlich nur den ersten Teil bisher so richtig, mit Michael Madsen, glaube ich sogar. War der, wenn ich mich recht erinnere. Und ich hatte einfach mal Bock, mir die anderen Teile anzuschauen. Die werden wohl, soweit ich weiß, immer schlechter. Aber das stört mich jetzt nicht, weil ich das Thema cool finde und die Idee. Und bin da einfach gespannt drauf. So. Hier haben wir jetzt eine schöne Box. Alles recht matt gehalten, wie so ein leichter Glanzeffekt. Hier sehen wir das gute Species. Das Alien, genau. Ich kann mich auch gar nicht mehr an den Anfang erinnern. Ich glaube, das wurde gezüchtet, glaube ich, ne, in einem Labor, wenn ich mich recht erinnere, oder aufgezogen. Bin mir gar nicht mehr sicher. Naja. So, auf jeden Fall, genau, hinten noch. Also hinten habe ich gar nicht gezeigt. Ah, hier, falsch rum. Genau, hinten sieht auch sehr, sehr cool aus, finde ich. Da sieht man noch ein bisschen Einleitungstext. Hier vier Teile, genau, das ist der Wachen. Der ist, glaube ich, gar nicht so alt, wenn ich mich recht erinnere. Da habe ich letztens irgendwas gesehen und dachte ich mir, komm, jetzt holst du dir mal die ganzen Filme. Und hier die tonnenweisen an Extras anscheinend. Plus vier Artcards, 24-seitiges Booklet von James Clarish und Daniel Wagner. Und Poster. Alles klar. Genau so nimmt man die ab. Ist quasi ein ganz normaler Karton, also nicht zum Klappen oder so. Hier drin, kahl wie eine weiße Wand. Aber schön dick auf jeden Fall, sehr stabil, finde ich, sehr wertig. So, und dann haben wir hier, so würde ich das einschätzen kann, gleich das kleine Posterchen mit demselben Motiv von der Box. Ganz nice, würde ich mir jetzt persönlich nicht hinhängen, aber würde eigentlich einen ganz coolen Desktop-Hintergrund machen, finde ich. Aber ganz nett, auf jeden Fall. So. Echt, entweder stelle ich mich ein bisschen blöd an oder es ist echt schwierig, das rauszukriegen. Naja, da muss etwas, hätte man so eine Lasche noch da einfügen können, das kenne ich eigentlich von anderen Editionen manchmal, dass die so Laschen haben. So, nach einigen Hin und Her, ich habe es geschafft. Also das haben sie jetzt, muss ich sagen, ein bisschen unschön gemacht. Das ist natürlich, weil die Luft sich da drin staut und irgendwie als alles zusammengepresst ist, kriegt man das natürlich schwieriger raus und alles so eng ist. Da hätte man wirklich mit einer Lasche irgendwie arbeiten können oder so. Das ist vielleicht so ein kleiner Abzug, sage ich jetzt mal. Hier haben wir noch die Artcards.
Schauen wir mal gleich rein. Genau, ist die Hauptdarstellerin. Die habe ich damals auch schon mal in echt gesehen auf einem Weekend of Hellworlders, glaube ich, vor einigen Jahren. Die ist ja auch von Ghost of Mars bekannt, von John Carpenter. Die habe ich mal in echt gesehen. Sehr hübsche Frau. Sehr eindrucksvoll auch in echt. Also auch ein schönes Bild hier. Ja, cool. Okay, auch ein schönes Bild. Hat so einen leichten 80er-Flair. Ist echt geil. Ist echt cool. Oder so ein 90s eigentlich. Na gut, aus der Zeit kommt der erste Teil ja auch. Ich weiß gar nicht mehr, wann, von wann der erste Teil wirklich ist. Aber ich glaube, das war doch 90er, wenn ich mich recht erinnere. Ich blende es hier mal ein, hoffentlich. Auch sehr cool. Ist echt ein geiles Design. Und wenn ich mich recht erinnere, entweder inspiriert oder nicht sogar auch von Giga, dem Alien Creator. Ich bin gerade nicht sicher. Man sieht, ich bin mal wieder bestens vorbereitet. Ja, das Lustige ist bei so Unboxings, dass dann immer während des Unboxings immer so Ideen kommen, was man sagen kann. Und dann weiß, ist man mal nicht so ganz sicher, stimmt das alles, was man sagt. Ah, cool, okay. Speed-Strategie und ihre beiden prägenden kreativen Köpfe. Also man sieht hier Making-of, Hintergrundinfos, sehr viel Text. Sehr schön. Ich finde auch, passt auch einfach so, also ist jetzt nicht verspielt, ne? Das Design ist recht, sage ich mal, konservativ, Fließtext und dann halt ein paar Bilder zwischendrin. Oh, sehr cool. Das ist ja nice, wow. Da kriegt man richtig Bock drauf. Auch schön gemacht hier. Wow, cool. Sehr viele Infos. Sehr schön. Wie ist es eigentlich bei euch? Lest ihr eigentlich immer alle Mediabooks? Bei mir ist es manchmal so, manchmal lese ich nur rein, manchmal lese ich es ja komplett und manchmal lese ich es dann doch gar nicht. Das ist bei mir manchmal, ja, so mal so, also kommt mal auf die Laune so ein bisschen an. Ah, hier sind die Quellen. Alles klar, cool. Also auch auf dem Buchquellen angeführt. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Discs. Oder zu dem, genau, hier ist mal zu dem Digipack, glaube ich. Ne? Hier ist der Schuber, wo man das reingeschiebt, das Ganze. Ich drehe es mal vorsichtig um. Alles klar. Wow, sehr geil. Cool. Das ist wirklich Hammer. Richtig schön. Und wenn man jetzt hier nochmal schaut, hier sind die einzelnen Discs. Genau, hier haben wir die Blu-ray-Disc von dem vierten Teil, das Erwachen. Hier sehen wir auch, es ist quasi so ein Muster im Hintergrund. Und halt die Credits. Genau, von Teil 3 die Blu-ray. Hier ist noch Teil 2. Ebenfalls, genau, sieht man es ganz, ganz gut, auch ein, das Muster, also quasi, genau, hier nochmal, auch ebenfalls ähnlich mit dem Muster, hier die Scheiben auch ähnlich designt, Teil 3 und Teil 2. Und die Disc lassen sich sehr gut lösen, also sehr schön gemacht, finde ich, sehr leichtgängig. Genau, hier mal dann wieder Teil 1, optisch identisch. Und dann noch eine schöne Bonus-Disc. Genau, zum ersten Teil. Dann schauen wir uns mal hier das Muster genauer an. Genau, ist eigentlich so ein bisschen schwer zu identifizieren. Ich denke mal, hat man das Muster vom Monster sehr nah geholt. So ist eigentlich ganz stimmig, finde ich. Hätte man jetzt durchaus vielleicht noch vielleicht die einzelnen Poster der Filme, finde ich, im Hintergrund packen können. Aber auf jeden Fall stimmig. Sieht gut aus. Eigentlich ganz schick. Definitiv. Genau, ihr könnt auch nochmal schauen. Die Extras. Ich kann es jetzt sehr schwer lesen, muss ich sagen. Also sind viele Audiokommentare, auch Making-ofs drauf, ganz viele. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Auch viel über das Design. Zu jedem Teil auch immer irgendwas drauf. Genau.
auf jeden Fall reichlich vorhanden, mit dem man sich sehr lange begnügen kann, auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, ja, das war's schon. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Wenn ihr Fragen zu der Edition habt, gerne her damit. Ich versuche sie zu beantworten. Ich kann es nicht versprechen, aber ich probiere es. Und ja, dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal.